Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen News-Eilmeldung. Und zwar gibt es einen Quest 2 Leak, den wollte ich euch nicht vorenthalten, den wollte ich jetzt so schnell wie möglich noch raushauen. Und zwar gibt es da auch zwei Videos zu und ein paar Infos. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die Details an, also los geht's. Und hier sind wir schon auf der News-Seite. Oculus Quest 2 geleakt, XR2-Chip und knapp 4K-Auflösung. Also die 4K-Auflösung gilt jetzt nicht für jedes Auge, sondern 2K für jedes Auge. Und insgesamt wird es dann halt als 4K-Auflösung dann quasi verkauft. War, glaube ich, bei der Pimax genauso. Und ja, es sind zwei offizielle Oculus Quest-Trailer jetzt an die Öffentlichkeit gelangt. Und ja, die werden wir uns natürlich nachher mal genauer anschauen und mal darüber sprechen. Aber jetzt erstmal gehen wir die Infos durch, die wir jetzt so haben und die Mix.de aus den Trailern hier rausgezogen hat und schauen uns das Ganze mal an. Das alles sind Leaks und keine offiziellen ja, Veröffentlichungen. Und ja, hier steht's. Die Oculus Quest trägt den Namen Quest 2 und es ist keine leicht veränderte Quest, sondern wirklich ein Nachfolger, ein viel verbesserter Nachfolger als die Quest. Und das würde auch dementsprechend, warum dieses Teil jetzt hier nicht mehr verkauft wird, sondern wirklich, die wollen nur noch die Quest 2 verkaufen. Also kann ich auch nachvollziehen, weil wenn ich jetzt noch eine Quest kaufe, eine alte, und nächsten Monat kommt eine viel bessere Version raus, zum gleichen Geld oder eventuell noch günstiger, dann steige ich Oculus oder Facebook aufs Dach und werde mir wahrscheinlich danach auch nie mehr eine kaufen. Und ja, so wie es momentan auch die 2080er Ti-Benutzer haben, ne? Mit ja, teure Grafikkarte gekauft und dann wird eine viel, viel bessere Grafikkarte veröffentlicht und die auch nochmal günstiger ist. Und ja, da fühlt man sich doch leicht verarscht. Und aus diesem Aspekt heraus kann ich gut verstehen, dass Facebook da sagt, okay, wir verkaufen ab sofort jetzt keine mehr. Also die Lager werden jetzt noch geleert und danach wird nichts mehr nachgeliefert. Wäre auch auf jeden Fall ein guter Schritt, sage ich mal. Ja, hier steht, Oculus Quest 2 bietet eine Auflösung von knapp 2K pro Auge. Zum Vergleich, das Original bietet eine Auflösung von 1600 mal 1440 Bildpunkten pro Auge. Und ja, im Video heißt es nachher, das ist die hochauflösendste VR-Brille, die Oculus oder Facebook jemals gebaut hat. Und hier kommt auch der XR2 Snapdragon zum Einsatz. Und ich habe letztens gelesen, da werde ich wahrscheinlich auch nochmal eine News drüber machen, die 5G-Fokus von Vive soll jetzt wohl auch diesen XR2 drin haben. Und die News können wir uns auch gleich nochmal kurz anschauen. Ich habe die Seite auch, glaube ich, geöffnet. Ja, also das entspricht quasi 50% mehr Pixel als die Quest 1 und das ist schon ordentlich. Also die Quest 1 hat ja schon echt ein tolles Bild und man muss den Screen-Door-Effekt echt suchen. Also wenn man die alten VR-Brillen sieht, wo einem das direkt ins Auge gefallen ist, wo man echt dachte, okay, wo ist das Bild? Ich sehe hier nur Screen-Door. Ja, das ist jetzt nicht mehr so und ja, wenn es jetzt immer hochauflösender wird, können wir uns natürlich auf was Tolles freuen, ne? Ja, die Quest 2 hat 6 GB Arbeitsspeicher verbaut und die Quest 1 hatte nur 4. Und hier spricht man jetzt von einer 256 GB Speicherversion und die alte hatte entweder 64 oder 128. Hier steht jetzt 126, ist aber ein kleiner Schreibfehler. Und ja, 256 ist natürlich auch schon mal ordentlich. Und das sollte ja, also die ersten Preisleaks waren bei 399 Dollar, soweit ich weiß. Und für die kleinere Version waren es 299. Und das wäre echt ein Top-Preis für eine viel, viel verbesserte Version. Ja, die soll kleiner und leichter sein, die Quest 2. Und ja, die Controller sollen jetzt ergonomischer sein. Also ich habe mich sowieso immer gewundert, warum haben die richtig tollen CV1 Touch Controller verändert? Die lagen so perfekt in der Hand und dann haben die das hier gemacht. Und ja, die Quest CV1 Controller, die Touch Controller, die waren ja so leicht abgewinkelt auch und das hat mir echt mega gefallen. Und als ich das erste Mal die hier in der Hand hatte, dachte ich mir, oh mein Gott, was haben sie da gemacht, ne? Und das kann eigentlich kein,
Spargrund gewesen sein. Also glaube ich nicht. Die wollten wirklich irgendwas verbessern, haben sie aber nicht wirklich geschafft. Ist dann meiner Meinung nach hinten losgegangen. Ja, die Quest 2 unterstützt wie das Originalgerät die PC-Verbindung Oculus Link via USB-Kabel und der USB-Port ist wahrscheinlich aus Gründen der besseren Kabelführung neu waagerecht angeordnet. Und mal schauen, ob es in dem Video ersichtlich ist, wo der genau sitzt. Und ja, hier sind die zwei Videos, da kommen wir aber gleich zu. Und hier steht jetzt so, was wir noch nicht wissen. Ob Facebook mehrere Modelle auf den Markt bringt, worin sie sich unterscheiden und wie groß der Preisunterschied ausfallen wird, plant Facebook zwei Varianten, eine 64 für 2,99 Dollar und wie ich eben gesagt habe, und eine 256er für 3,99 Dollar. Ist natürlich in der Schwebe, ne? Das sind alles nur so komische Preisleaks gewesen. Da gab es dann irgendwie eine Seite von Walmart, glaube ich, und da waren Preise geleakt für diese Version. Und ja, woran wir jetzt wirklich sind, werden wir noch wahrscheinlich erfahren. Das werden wir am 16. erfahren, wenn dann die Facebook Connect zu Ende ist. Und ja, hier steht auch noch, was für ein Display-Typ verbaut ist. Wissen wir natürlich auch noch nicht ganz genau, wie hoch aufgelöst ist, wie hoch die Bildwiederholrate ist, weiß man nicht. Und also gemäß einem älteren Bloomberg-Berichts peilt Oculus mindestens 90 Hertz Bildwiederholrate an. Also die originale Quest hat da 72 Hertz. 90 wurde ja damals von Oculus ja, festgesetzt. Das sollte jede VR-Brille haben, damit ja, Motion Sickness und so weiter minimiert wird. Und dann ist man später dann doch wieder runtergegangen. Kommt man aber auch mit klar, aber desto höher die Bildwiederholrate, desto besser natürlich für Leute, die eventuell auch anfällig sind auf solche Motion Sickness Sachen und ja, ist auch angenehmer fürs Auge und so weiter und so fort. Auch wenn man immer sagt, das Auge kann nicht wirklich alles das wahrnehmen, aber es macht scheinbar ja doch einen Unterschied, sonst würde man nicht auf diese hohen Bildwiederholraten gehen, ne? Irgendwann habe ich mal gelesen, 24 Bilder pro Sekunde kann ja nur das menschliche Auge wahrnehmen. Aber ja, also da muss man wahrscheinlich schon Mediziner sein, Augenarzt, um das dann wirklich zu beantworten. Ja, ein Linsenabstandsregler, ob die einen besitzt. Also es gab hier irgendwie auch mal einen Leak, wo drei Stufen sichtbar waren wohl. Im Inneren konnte man dann was verstellen. Ich glaube eher, dass die keine haben wird, dass wirklich ein Single-Display da ist und wie bei der Rift S und wir dann per Software da unseren IPD-Bereich einstellen können. Ob das jetzt wirklich der Fall ist, müssen wir abwarten. Also bei der Originalen haben wir noch einen. Ich hoffe, ihr könnt den hier sehen. Das ist der IPD-Versteller, ne? Und ja, hier sind aber auch zwei OLED-Displays drin, nicht wie in der Rift S ein Single-Display, was dann auch LCD war. Ja, das sind noch die Fragen, die noch geklärt werden müssen, die noch offiziell bestätigt werden müssen. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns einfach mal die Videos an. So, hier sind wir beim ersten Video. This is Oculus Quest 2 Official Introduction. Viel Spaß! Whether you're a VR vet or a total newbie, let me introduce you to your next headset, Oculus Quest 2. Quest 2 is our most advanced all-in-one VR system yet. Setup is easy, and in no time, you'll be immersed in an expansive library of amazing games and experiences. Inspiration is good. If you're new to VR, this is a great time and a great device to get started on. Welcome to the club. It's streamlined, light, and the new soft touch strap is easier than ever to slip on and off. There's 6 GB of RAM and a new blazing fast Qualcomm Snapdragon XR2 platform. And all this power and speed is going to an almost 4K display. That's more pixels to experience the wonders of the world in all their breathtaking glory and make the stars of the curious tale of the stolen pets cuter and fluffier than anything digital ought to be. And since games get bigger as they get better, you can get Quest 2 with 256 GB of storage built in. 3D positional audio adds another layer of realism, adapting as you move.
And the controllers are our best yet, updated with new ergonomics for an even more comfortable experience. And for the ultimate in immersion, some experiences even allow you to ditch the controllers and use your hands instead. So cool. Experiences go, the library is massive and growing every day. Some of my favorites are Beat Saber, Phantom Covert Ops, Vader Immortal, and Arizona Sunshine. All the Quest titles work on Quest 2, and gaming is just the beginning. There's literally something for everyone. Immersive 360 videos, Netflix, live theater, 3D art pieces, concerts. And it's VR that's ready when you are. No PC or console needed. Once you set up with the Oculus smartphone app, you'll have everything you need to explore virtual worlds with just a headset and controllers. And no matter where you end up traveling, Guardian helps keep you safe so that you don't bump into any furniture. Now I gotta get back to finding those pets. See you in VR. See you in VR. Und ja, also ich erstmal wäre ich froh, wenn ich so einen Riesenraum hätte, wo ich Oculus Quest 2 zocken könnte. Toll, was die immer für tolle Wohnzimmer da haben. Ne? Was mir jetzt aufgefallen ist, ich versuche das mal nochmal in groß, genau. Und zwar, hier haben wir wahrscheinlich den USB-Port. Und ja, der ist jetzt wirklich hier waagerecht angeordnet. Und hier seht ihr noch den alten. Und ich hoffe, ihr könnt den sehen. Der ist auf jeden Fall hier angeordnet. Und der ist senkrecht. Und ich glaube wirklich, dass der hier ein bisschen besser positioniert wurde, damit man das Kabel besser eventuell hier den Weg so lang abfangen kann. Ne? Mit Kabelbindern oder diesen Klettverschlüssen. Was mir wieder nicht gefällt ist, aber das war von vornherein klar, dass das wieder diese normalen komischen Lautsprecher wird und keine richtigen Kopfhörer. Aber Modicap, ne? Da hat der Bernd wieder was zu tun und kann die Quest 2 modden. Also da wird mit Sicherheit Bedarf bestehen, audiomäßig. Ja, ansonsten, ja, hier spricht es auch von 256 GB Arbeitsspeicher, erwähnt jetzt nichts von irgendwas anderem. Das Kopfband, ja, also klar ist alles super leicht und so, aber ich bin gespannt, wie bequem das ist und ja, wie es unter Einsatz dann arbeitet, ob es irgendwie dann wackelt und so weiter, wie das abgefangen ist, ob das noch immer so mega frontlastig ist, das Ganze. Und ja, das war bei der hier das Problem, dass die mega frontlastig war. Die war natürlich auch schwerer als die Oculus Quest 2 jetzt. Also die soll ja jetzt leichter und kleiner sein. Aber ja, da bin ich echt gespannt drauf. Und ja, wenn euch jetzt noch irgendwas Wichtiges eingefallen ist oder ihr habt Fragen oder so weiter, gerne in die Kommentare. Ich versuche auch dann mit euch zu schreiben, euch Fragen zu beantworten oder ihr beantwortet mir Fragen. Wer weiß. Ja, das zu dem Thema und ich würde sagen, gehen wir zum zweiten Video. So, hier sind wir beim zweiten Video und Oculus Quest 2 Inside the Upgrade. New VR Hardware. Ja, jetzt bin ich gespannt und ich habe ihn selber noch nicht gesehen, also viel Spaß. This is Oculus Quest, the groundbreaking all-in-one headset that brought VR into the homes of so many people. And it just got even better. Meet Quest 2. The powerful next step in our VR evolution. Quest 2 has everything you loved about Quest, plus a whole lot more. It's been streamlined and it looks great. But more importantly, it's smaller and lighter for increased comfort. And the new soft touch strap makes putting it on a cinch. Even the controller's got an upgrade for improved ergonomics. But the real exciting stuff is under the hood. The new display has over 50% more pixels than Quest. It's the highest resolution headset we've ever made. A blazing fast Qualcomm Snapdragon XR2 platform means that experiences are smoother and faster than ever. And 6 GB of RAM means that developers can bring deeper, more immersive stories to life. To make sure you have enough space for the latest games, Quest 2 is available with an optional 256 GB of built-in storage. All this with just a headset.
No annoying cables or sensors that hang on the walls. This is all-in-one VR. However, there is one cable that can expand your Oculus library, the Oculus Link. It connects your Quest 2 with a VR-ready PC, unlocking hundreds of experiences from the Rift's catalog. So you can play titles like Stormland, Asgard's Wrath, and Dead and Buried 2. And that's Quest 2. Now the only thing left is for you to try. See you in VR. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Und er stellte auch nochmal den Oculus Link vor, der meiner Meinung nach auch mega wichtig ist, damit Leute, die nur die Quest haben oder sich nicht zwei, drei Brillen kaufen können, die trotzdem dann PC-Spiele damit spielen können. Also ist natürlich weiterhin unterstützt. Es ist auch noch nicht so ganz klar, ob wirklich eventuell durch den XR2-Chip, der soll ja eigentlich auch drahtlose Bildübertragung möglich machen. Und ob das jetzt da noch Einzug hält mit irgendeinem Upgrade oder so, das steht natürlich auch in den Sternen. Aber der Chip soll es wohl möglich machen. Und da kann man natürlich auch gespannt sein. Also wenn das irgendwann der Fall wird, dass wirklich die Spiele gestreamt werden können zur Oculus Quest 2, ja, da wäre man natürlich da. Ne? Aber das Ganze darf natürlich keine große Latenz haben und so weiter und so fort. Das haben sie natürlich mit dem Oculus Link-Kabel geschafft. Meiner Meinung nach sieht das Bild aber trotzdem nicht so schön aus wie in der Rift S. Da fehlt noch ein bisschen irgendwas. Also man kann spielen, wenn man wirklich nicht den direkten Vergleich hat, aber wenn man den direkten Vergleich hat, sieht es einfach nicht so gut aus, meiner Meinung nach. Aber wir können echt gespannt sein. Und er erwähnte hier auch nochmal extra, da wollte ich auch nochmal drauf zurück, aber er erwähnt auch nochmal extra die 6 GB RAM und dass das extra für die Entwickler nochmal zusätzlich mehr Power darstellt und die dann eventuell noch mehr da reinpacken können in die Games. Und da waren die natürlich mit 4 GB noch ein bisschen limitierter. So, und was ich eigentlich sehen will, ist, hier sitzt ja normalerweise der Sensor, ob wir die Brille aufhaben oder nicht. Und das sieht mir aber jetzt hier auch aus wie ein Schalter. Aber man kann es nicht wirklich erkennen. Also momentan würde ich fast sagen, ist kein Schalter, sondern da sitzt einfach nur dieser Sensor, ob wir dieser induktive Sensor oder Fotodiode, was auch immer, ob wir das Ding jetzt aufhaben oder nicht. Und ist jetzt keine IPD-Verstellung. Aber ja, schwer zu beurteilen, würde ich sagen. Ja, Leute, ich bin auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr jetzt zu den neuen News? Und werdet ihr euch das Teil direkt holen? Haut ihr jetzt die Oculus Quest 1 direkt raus? Fragezeichen ist ja noch, was ist mit Deutschland? Werden wir das Teil jetzt gar nicht hier bestellen können, weil es noch Probleme gibt? Weil die Oculus Quest 2 wird definitiv mit Facebook-Zwang verkauft. Also da kann man sich eigentlich sicher sein, weil das andere Abkommen, was glaube ich noch 2 Jahre galt oder so, dass wir noch Oculus-Konten nutzen können, galt nur für Besitzer der Quest, die jetzt schon haben und nicht die Neukäufer. Und ja, da können wir echt gespannt sein. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn ich Neuigkeiten habe, kommt direkt ein Video raus. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vergesst kein Like. Abo-Button wäre nicht schlecht, wenn ihr den drücken würdet. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.